Wie wäre es denn mit einem Kompromiss? Jesus ohne Kreuz. Kann man auch relativ leicht anbringen an der Wand. Erschreckend. In der Bundesrepublik bilden sich immer mehr Parallelgesellschaften. Gerade erst wieder am Wochenende in der niedersächsischen CDU. Ja, Traumstart für Aygül Özcan. Sie ist die neue Hoffnungsträgerin der CDU. Viele Christdemokraten hoffen, dass sie möglichst bald wieder verschwindet. Dabei hat sie sich ja schon entschuldigt. Sie hat zugegeben, dass sie keine Ahnung hatte, wovon sie spricht. Noch so ein Anfängerfehler. Ich muss sagen, ich persönlich finde Kreuze in Klassenzimmern eigentlich auch okay. Geistliche in Klassenzimmern machen mir schon mehr Sorgen. Tja, für diese Auflistung berühmter historischer Reden hat es für Özcan erstmal nicht gereicht. Dafür findet man aber hier Links zu Aufnahmen von 50 der bedeutendsten Ansprachen der letzten Jahrzehnte. Wie Erziehung ohne große Worte funktioniert, zeigt uns übrigens ein Rotschwanz-Bussard-Pärchen. Auf dem Fenstersims des Franklin Institute in Philadelphia haben sie sich eingenistet, jagen Tauben und Küken, verfüttern sie an ihren Nachwuchs, ja und wenn man nichts zu tun ist, schreiben sie Parksünde auf. Aber die CDU ist doch auch selber schuld. Superhirn Stephen Hawking hat doch gerade extra vor der Kontaktaufnahme mit fremden Kulturen gewarnt. Gut, er meinte außerirdische, nicht außereuropäische. Hawking befürchtet nämlich, dass Aliens über die Erde herfallen, sich ihrer Ressourcen bemächtigen und dann, wenn alles ausgelaugt ist, weiterziehen. Ja, fragt mal die Iraker, wie sich das anfühlt. Mit der Kontaktaufnahme mit fremden Lebensformen beschäftigt sich übrigens auch Spanish for Everyday Situations. Die Zombies sind aber nur eine Lektion in diesem unterhaltsamen, nicht ganz ernst gemeinten Sprachführer. Hier werden dem Leser nämlich Spanischkenntnisse für die absurdesten Alltagssituationen vermittelt. Hilfreiche Kölsch- bzw. Köln-Kenntnisse vermitteln dagegen die Jungs von Hirngerechte Gestaltung. Ihr Blog hatten wir mal in einer Umfrage vorgestellt und jetzt haben die beiden ihre eigene kleine Show, in der sie interessante Plätze in deutschen Städten vorstellen. Das kann man sich auch gut angucken, wenn man gerade nicht vorhat, nach Köln zu fahren, denn die Show lebt ja vor allem von den Gästen. Genau wie unsere Show, von unseren Gastzuschauern. Heute zum Beispiel ist der Patrick total begeistert dabei. Aber nicht täuschen lassen, er ist alles andere als träge. Zu sehen auf seiner Website tribun.de. Patrick fotografiert nicht nur, sondern er skatet auch, jongliert und, ja, und er zaubert. Und davon hat er schon jede Menge Videos gemacht. Hier kann man zum Beispiel seinen Zaubertrick Vanishing Cards bewundern, den allerdings nicht alle so wahnsinnig beeindruckend finden. Aber trotzdem liebt Patrick Katzen heiß und innig und hat ihnen deshalb sogar eine eigene Fotogalerie gewidmet. Ja. Da geht doch wirklich jedem das Herz auf. Peru, nicht alles voll sabbern. Es gibt gleich was zu fressen. Ja, ich weiß, das ist brutal, dieser ganze Foodporn. Und das wird noch schlimmer. Bei Cats in Sinks. Eine kleine Fotosammlung nur mit Bildern von Katzen in Waschbecken. Nein, Peru, die werden nicht gleich geschlachtet. Die sehen einfach nur herzzerreißend süß aus. Ja, Peru, ich weiß, es gibt auch verfressene Katzen. Die findet man zum Beispiel beim Kitty Roulette. Eine Endlosschleife mit mehr oder weniger putzigen Katzenvideos. Der krönende Abschluss unseres heutigen Cat Overkills. Was? Nein, Peru, Overkill, das sagt man nur so. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Hier, Peru, da kann man eigentlich nur hoffen, dass diese raffgierigen Aliens in Griechenland landen. Und denken, es waren schon Kollegen da. Peru? Hallo?